So. Okay. Genug darum gebimmelt. Wir gucken mal. Start den ersten Tag. Ja, Mann. Triff Professor Weasley nach dem Unterricht. Ja, Mann. Let's go. Nee, laufen wir wieder hin. Laufen wir wieder hin. Jetzt wird nur noch eine Mod, bei dem die Arschlappe auf. Ja, Mann. Ja, Mann. Ein wunderschönen Bella. Herzlich willkommen. Ey, ey, ey. Revelio. Revelio. Ja. Ein Shit. Oh, hello there. Wieder so ein Ding. Warte mal. Legioso. Aha. Aha. Handbuchseite. Ins Inventar. Gesnackt. Ich wollte schon sagen. Revelio. Ich erkenne das doch. Moin. Hat er doch gesehen. Hat er doch gesehen. Shiny. Okay. Wandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Ja, riesige Oger in Tütüs. Lol, aber der war Schleim oder was? Willst du etwa in meinen Gemeinschaftsraum? Ich erkunde gerade ein bisschen alle Fiene, genau. Ja. Ich meine, da kommen wir vielleicht gleich hin, I guess. Aber in deinen Raum kommt man auch nur mit so einem Rätsel, ne? Das war so ein bisschen... Achso, wisst ihr? Ich hatte das nämlich hier gemacht. Skalierung? Nee. Okay, wir bearbeiten es mal nicht. Das Bild geht eigentlich sehr viel höher. Die Kamera ist quasi um 90 Grad gedreht. Ist quasi so, ne? Hochkant. Und, es gibt noch kein Fullscreen-Mini. Noch kein Mini-Bild. Mini never not cute. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sie ist ein sehr cuter Fluff. Wir können ja auch vielleicht mal ein, zwei Schnacks geben. Ja. Nee, bleib. Du kannst hier bleiben, Mäuschen. Und dann kannst du dich gleich wieder hinlegen. Oh, da kommt sogar die Kerznecktime. Aber noch 1, 2, 3 mehr. Machen wir noch. Die kleine Maus. Ich habe heute noch nicht so viel gegeben. Ich meine, ich habe heute noch gar nichts gegeben. Kuschelmuff, ja. Oh, die inhaliert sie aber auch. So. Ja, Mäuschen. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Hoffentlich. Bitte. Contemplating. Ne? Okay. Sie macht das schon. Sie macht das schon. So, Alexander Silverthorn, let's go. Level 3 schon. Genau, da gehen wir jetzt zurück rein. Ich hoffe, ich denke, es ist ein bisschen besser. Das trägt man also heute? Oh ja, das ist der letzte Schrei. Hallo, schaut sie weg? Hallo? Look at me! Look at me in all my glory! Richtig fies einfach. Revelio. Oh. Levioso. Keiner root, aber ansonsten. Oh, es Revelio. Sternchen. Sternchen, Sternchen. Endlos lange Treppen. I'm running. Moin. Oh, das ist wieder so einer. Levioso. Okay. Lumos. Und sobald dieser Blauschimmer weg ist, da war ich bestimmt noch nicht. So.
nehmen wir das wieder weg und machen weiter. Du schon wieder. Levioso. Revelio. Oh, ich kann's kaputt. Oh. Akio. My bad. Mini, zeigt euch jetzt eiskalt die kalte Schulter. Eiskalt die kalte. Oh, eine Eule. Kann ich die petten? I cannot. She's shaking. Sorry, little one. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So. Ist das... Wait, ist das nicht... Ist das der Turm, wo Dings gestorben? Also wo... Also ihr wisst schon und... Revelio. Wo war ich jetzt? Wait. Wir haben jetzt ja Screenshots gemacht. Wir Screenshots. Hogwarts Legacy. So. Show me. Can I... Wait. Okay. Sehr gut. Das ist Peak Performance. So. Wir haben eine Karte, die uns wahrscheinlich nicht helfen wird. Ja. So. Vorbereitung. Revelio. Aha. Astronomie-Teleskop. Ja nun. Sammelhandbuchseite noch kurz 5 von 8 schon. Okay, ist gar nicht mal so bad. Also, ja, es ist jener Turm aus jener Nacht. Schlimme Erinnerung. Nicht nett. Nicht gut. But I guess it had to be done. Es ist auf jeden Fall jener Turm und wir verlassen diesen doch traurigen Ort. Wait, gibt's Fall Damage? Ja, gibt es. Okay. Haben wir direkt getestet. Gibt es. Okay, cool. Revelio. Nee. Die Mottenbilder sind meistens in der Nähe von den abgebildeten Orten, jeweils nicht zu weit weg. Oh. Oh, wait. Das heißt... Aber das ist nicht... Warte mal, Alephine. Also warte mal. Es gibt jetzt hier mehrere Dinge, die wir beachten müssen. Oder die wir uns fragen müssen. Die erste ist... Can we get out of bounds without dying? Ich meine, später, wenn man fliegen kann, bestimmt easy. Wait, die Eule ist jetzt woanders. Das ist eine andere Eule. Hello there, beautiful. No. Fuck it auch so. Und ich sage es deshalb, weil zu Beginn eher ein NPC kommt und dir das genau erklärt. Es ist Hedwig, ja. Also, ja, ein Vorfahren. Es ist nicht die Hedwig. War es denn sie? Es war eine sie. War es denn sie? Ich glaube, es war eine sie. Wait, das ist doch hier. Aha. Modde. Levioso. Accio. Lumos. Ah. Gotta make some light. And now I bring it back. I'll probably bring it back. Okay. Rein da! Ah, nice. 6 von 8. Cool. 20 TP. Oh, nice, ich hab ein Spiel bekommen. Bobblehead-Eule. Oh, ja, Mann. Ah. Aber er will nicht unbedingt fallen. Okay. Er ist dann nochmal so... nee, weiß er nicht. Ich sage ja immer... Was sagst du immer? Okay. Oh. Revelio. So ein schicker Raum. Guten Tag, Frau Lehrerin, I guess. Accio. Revelio. Auch verdächtig. Ich muss Schlösser knacken leveln. Als Slytherin eigentlich doch mit das Erste, oder? Was mögen Motten? Klamotten. Ich habe mich ausgezogen, ja, deswegen bin ich gefolgt. Ja, nee, okay.
So. Okay, wir schauen mal jetzt. Also ich hab Alephines Klassenraum verpeilt. Nicht gesehen. Nicht gefunden. Revelio. Da drüben ist Loot. Wait, da drüben ist Loot? Da unten ist Loot? Hm. Oh. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Nichts. Ah, das ist nicht so ein Suchbild. Nee, nee, nee. Hier waren wir schon. Ne, genau, wir laufen jetzt auf jeden Fall dahin. Okay, aber man kann nicht überall einfach unter jeden, ja, die unsichtbaren Wände. Denn vielleicht finden wir noch ein paar Dinge, die wir aktivieren können. Ich weiß, dass ich an so einer Statue, die so eine Kugel gehalten hat, schon vorbeigekommen bin. Aber frag mich nicht, wo die Rivelio. Das war das hier mit den Katzen. Oh, das könnte ein Sammy sein. Naja, also, ein Verwandter von Sammy, vielleicht. So. Jetzt aber weiter, ne? Katze wurde gepettet. Oh, vielleicht, wenn ich mich hier umbringen würde, weil es so hoch ist. Okay, Ausschau halten, Ausschau halten. Figur, Statue, something, something. Mit einer Kugel in der Hand. Hm. Der Wasserball. Hast du gesprochen? Revelio. Ich glaube, der hat gesprochen. Hm. Okay. Oh, Fast Travel. Oh, wir sind im Innenhof. Oh, nice. Revelio. Natürlich. Ja, über den Vibranbrunnen. 7 von 8. Es fehlt noch eins? Nee, wahrscheinlich ist es die erste Tier. Okay. Wahrscheinlich ist es die erste Tier und wenn wir das erledigt haben, dann... Ja, okay, das ist ganz woanders. Hier ist die Quest. Da ist ein Baum, der einfach blüht, I guess. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ein wunderschön. Machen wir mal. Weasley nach dem Unterricht. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, sorry. Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Oh, ich ja. Vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Oh ja. Das hat Professor Ronan erwähnt. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Sehr nice. Okay, ja, ich bin bereit. Komm. Von mir aus kannst du erkunden. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Ah. Hm, vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ja, Sebastian, mein Homie, Alter. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend.
Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ist außerdem mein Homie, Mann. Der bringt mir noch Zauberbeine. Versteht? Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Okay. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ja, sauber, 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 sauber. Klingt sehr gut. So. Sprich mit Professor Ronan. Ja. Jetzt schauen wir mal. Gucken wir mal. Herausforderungen. Nee. Aufträge. Das ist unser Shit hier. So. Reparo ist die Belohnung. Ich könnte aber auch jetzt erstmal Hogsmeade besuchen. Okay, wir machen natürlich die Quest, bei der wir jetzt noch ein Skill bekommen. Ein Zauber. Ist ja klar. Denn vielleicht brauchen wir den ja auch direkt. In der Stadt. In der Stadt, sag ich. In Hogsmeade. Oh. Noch eine süße Kitty. And run. Ah, da sind Sie. Ja, moin. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren Dankeschön. Haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Okay. Okay. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ja, da, aber wie sammle ich das ein? Zauber? Leviosa! Nee. Oh, ja, ich bin... Geschafft. Ich habe literally von ihm den Zauber für... Yo, pull that shit. Straight to you. Ja. Revelio. Oh damn! Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen! So, okay. Perfekt. Nun! Ich kann nicht im Wasser zaubern, ich kann nicht aus dem Wasser rausspringen. Aber wir können hier vielleicht ein bisschen Scheiße bauen. Und ihr wisst, that's my thing. Jetzt ist der Body nass. Zum Glück habe ich mich vorher ausgezogen. Oh, wait, unsichtbare war. Oh, okay. Gut schon sagen. Okay, Leute, Erkundungstour. Ich meine, wenn wir schon da random durch das Fenster. Naja, springen, so ein bisschen glitschen. Hogwarts hat auch für einen Moment war das nicht mehr anwesend. War weg. Dann nutzen wir das gleich. Ne? So. Da ist was. Die Quidditch-Arena. Nee, das. Was soll das sein? Wir gucken mal. Hogwarts Gelände. Moin, Meister. Schlafwandelst du oder hast du nur vergessen, dich anzuziehen? Ich war schwimmen. Ich habe mich natürlich ausgezogen. Leute. Aber schön hier. So, jetzt liked es auch nicht mehr. Das ist schon mal... Fortschritt, ne? Fortschritt. So, was haben wir da? Kristalle. Soll ich einsammeln? Ja, das Ressourcen. Mondstein. Das ist genau alle Fiendesgegenstände. Accio. Levioso. Ich einfach... Achso. Hauben hüpfender Giftpilze. Jo. Machen wir. So. Aha. Revelio. Hat nichts. Hier sind noch mehr Pilze. Nehmen wir natürlich mit.
Aha. Oh, wait, kann ich auch? Akio. Kann ich auch. Sexy. So, jetzt gucken wir mal, was der Turm hier macht. Das ist bestimmt nur der Eulenturm, aber you never know. Wir kommen rein. Schon mal sehr gut. Eine Truhe mit Nietenhandschuhe im Walddesign. Handschuhe gehen immer. Die geben 4 offensiv hier. Nice. Easy. Weil dann pilzt damit für eine spaßige Zeit später. Ja, das sind Giftpilze, Nico. Ja, das ist. Später, wenn es ins Tränkebrauen. Oh, ins Tränkebrauen geht, ne? Giftige Pilze, immer gut, immer gut. So, moin Meister. Gibt's hier irgendwas zum Holen? Ist hier irgendwas zum Sammeln? Kann ich hier wieder irgendwo rausfliegen aus dem Fenster? Nee. Oh, hier, Leiter. Jawoll. Direkt ohne irgendwie Input. Klammert er sich fest und er will. Er hat Bock. Rebellion. So, hier sind noch ein paar mehr. Oh, da. Jawohl. Leviosa. Easy. Gleich mal hier die nächste Seite. 80 EP. Perfekt. So. Jetzt die Frage, die uns alle auf der Seele hier jetzt hier brennt. Warte mal. Speichern. Überschreiben. Ne, was habe ich jetzt? 2 Stunden. Ach, 2 Stunden. So. Pass auf. Nee. Was passiert, wenn wir von diesem Turm runterspringen? Ja. Ich breche mir alles und Rex dolle einfach nur runter. Okay. Deine Reise ist beendet. Versuch es erneut. Machen wir. Können wir? Checkliste? Pst. Abhaken. moin Dodo Knight. Hallo, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ja, das war für die Wissenschaft. So, jetzt noch. Kann man an der Leiter einfach dran springen? Man kann. Oh, I like that. Leitern geht automatisch runter. Man kann aber an die Dinger ranspringen. Kann man auch davon abspringen? Kann man nicht. Okay. In einer Welt mit so viel Magie müssen Drinks auf Partys bestimmt sehr lustig sein. Vergiss mal die Drinks auf der Party. Die Partys generell. Was geht bei denen ab, Alter? Alle wild am Zaubern. Junge, das ist... Shortcut. Oh no. Ich fühle mich hier wie alter ihr. Okay, ciao. Zurück zur gewohnten Seriosität, ihr Lieben. Ja? Gott. So. Das ist Quidditch-Feld. Die Armeulen. Ach, denen geht's gut. Okay, warte mal. Quidditch-Feld schauen wir uns auch an. Lass uns gucken, Fall Damage, ab wann ist cool, ab wann ist das schon nicht mehr cool. Okay. Dark Souls, ich brauch den Zauber für weniger Fall Damage. Ich meine, wir heilen noch Out of Combat, aber... Bei der Scheiße, die ich noch mache? Wisst ihr, wie ich meine? Oh, da oben Kristalle. Hm. Ich mach den Stream auf und das erste, was ich sehe, ein gescheiterter Todessprung. Ja, das ist, ne? Das ist... Du hast genau richtig eingeschaltet, genau zum richtigen Moment. Imagine, du hast Sati gerade am nächsten Tag für 12 Stunden. Dann noch einen Riesenpilz auf der Stirn. Stell dir vor, du bist einfach in einen Pilz verwandelt worden. Wasserfall, Moment. Loot. Ah, oh, kein Loot hinterm Wasserfall. Ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Ah, wirklich? Trash Game. Unplayable Trash Game. Kein Loot hinterm Wasserfall. Nee, Mann. Mm-mm. Also, 10 out of 10 geht schon mal nicht mehr. 10 out of 10 ist raus. Keine Chance mehr für dieses Spiel. Ist uninstall, instant delete. Junge, das ist also. Also, Leute. Das sind die Basics. Hinterm Wasserfall oder neben dem Wasserfall. Okay? Leute, das. Nee.
Und ja. Oh, warte mal. Regenbogen? Moment. Regenbogen? Redemption Arc? Wait. Gibt's hier am Wasserfall einen Regenbogen mit Bonusloot? Wo laufe ich überhaupt schon wieder lang? Warte mal. Halt, stopp. Falscher Wasserfall. Ah, Draco. Die Box ist schon durch. Ja, bei der Scheiße, die ich hier baue. Okay, warte. Hold up. Nein. Es war zu viel des Guten am letzten Checkpoint starten. Weil Wasserfall, also generell Wasserfall sage ich, Regenbogen. Am Ende eines Regenbogens, der Topf voll Gold, Kobolde and shit. Nein, jetzt sind wir wieder... Wo sind wir? Ach, hier sind wir. Okay. Moment. Jetzt wissen wir ja, wo der ungefähr ist. Wir können das ja so ein bisschen anpeilen, glaube ich. Wasserfall fordert sein Tribut. Ja, not gonna lie. Aber warte mal, hier, warte mal. Also, da oben ist vielleicht einer, wenn wir hinkommen? Vielleicht ist da was? Eventuell da. Da ist der Regenbogen. Warte, stopp. Wait. Da. Aber ich sehe hier kein Loot. Doch, da. Ah, das geht bis da runter. Meint ihr da unten? So im Gebüsch? Vielleicht, ne? Vielleicht. Warte mal. Das muss man jetzt ja. Ich meine, in einer Welt, in der es Kobolde gibt, and shit. Da wartet am Regenbogenende vielleicht wirklich was auf uns. Oder der Regenbogen ist, je nachdem, in welchem Winkel ich drauf schaue, anders zu erspähen. Jetzt ist hier schon wieder useless, was ich mache. Haben wir Volldamage bekommen? Okay, wir sind beim nächsten Wasserfall und es sieht wieder nicht nach Loot aus. Hogwarts Legacy, please. Da müssen sich, ne, an alle Modder, die zuschauen. Ne? Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wasserfälle brauchen Loot. So, wir gucken mal. Migo? Ne? Wir schauen mal. Kein Loot, aber schöne Umgebung, ja. Was ist wichtiger, frage ich euch. So, warte mal, hier vielleicht? Ah. Das hätte sich so angeboten. Ah, schwierig. Ja, also, Game of the Year ist schwierig. Ja. So, aber gut, okay. Gut. Das ist okay, haben wir verstanden. Wer nicht will, der hat schon. So. Alles gut. So. Kleiner Wasserfall-Exkurs. Könnt ihr jetzt selber mit diesen Informationen machen, anstellen, was ihr wollt. Die selber für euch verinnerlichen. Abwägen, ist dieses Spiel noch etwas für mich? Ist es das? Ich weiß es nicht. Das könnte jetzt der Punkt gewesen sein, an dem es kippt. So. Oh, da ist eine Tür. Rebellion. So, aha, was haben wir hier? Ein Hinweis. Ja, die eingesperrte Badewanne. Wieder eine Tür? Oh, hier kommen wir zurück zu diesem Häuschen, Landhaus. Oh, eine Truhe. Nein! Premium Loot! Das ist ja fantastisch. Ich muss Stufe 5 sein für den auffälligen Paisley-Hut. Nein. Frech. Aber gut. Level 4 ist glaube ich, schnell erreicht bei der Art und Weise, wie wir hier voranschreiten. Revelio. So. Ja, aber die eingesperrte Badewanne. Oh, das kenne ich. Das ist ein Opferstein. Schüler, die schlecht abschneiden. Die erwartet ein nicht ganz so schönes Schicksal in dieser Revioso. Welt. Accio. Lumos. Revelio. Für mich natürlich nicht von Relevanz, weil, ne, Starschüler. Nichtsdestotrotz würde ich ja halt trotzdem gerne wissen, was hier abgeht. But I guess I will find that out at another time. Yeah.